Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Play of Ark Valguero. Wir sind weiter fleißig am Bauen. Das wird jetzt auch wahrscheinlich noch ein bisschen so gehen. Sei denn, es treten jetzt auf einmal irgendwelche Komplikationen auf, aber ich glaube, das meiste haben wir schon geschafft und erledigt. Gut, wir werden jetzt hier, was wir aus Holz gebaut haben, in Stein umwandeln. Beziehungsweise, nee, umwandeln müssen wir doch gar nicht, ne? Wir müssen doch nur... Nee, wir müssen jetzt gar nicht mehr hier mit den Pillern arbeiten, weil wir ja die Foundations haben. Das wäre jetzt natürlich direkt eine coole Lösung. Mal gucken, ob das geht. Ich möchte natürlich nachher, das ist immer so ganz, ganz, ganz nachher, immer einen vernünftigen Abschluss haben zum Boden. Es soll sich ja immer richtig in den Boden einintegrieren, ohne dass man irgendwelche Kontakte sieht oder irgendwelche Unebenheiten und so weiter. Ihr kennt das von mir. Ich versuche das eigentlich ziemlich smooth auf dem Boden zu machen. Das teste ich jetzt mal, ob das funktioniert. Da werde ich jetzt aber dann auch mal ein, zwei Wände zum Test mitnehmen müssen. Denn ich hoffe, dass der Bereich zwischen der Foundation, die ich jetzt habe, also Foundation und zwischen der Schieling, die oben drüber kommt, ausreichend ist oder beziehungsweise genauso hoch ist oder geringer ist, der Abstand, als eine Wand hoch ist. Shit. Okay. Das geht also nicht. Also nicht so ohne Probleme. Aber deswegen habe ich hier diese drei Dinger hier noch. Gut. Das muss ich überlegen. Muss ich das jetzt vorher machen oder kann ich das nachher machen? Eigentlich müsste ich das jetzt machen, ne? Weil im Nachhinein das funktioniert nicht. Obwohl, ich glaube, der Bereich ist hier so hoch, dass ich da sogar zwei Wände übereinander setzen kann. So. Ja, da passen sogar zwei Wände übereinander hin. Dann muss ich da noch einen neuen Boden reinzimmern. Okay, dann mache ich das Ganze zum Schluss. Also das sind so diese Feinheiten, die ich dann wirklich zum Schluss mache. Da wäre es dann sogar wahrscheinlich lukrativer, wenn ich die hier weiter versenke, anstatt hochzuziehen. Obwohl ich das hier vorne mal testen muss, weil hier habe ich nicht mehr viel zu versenken. Ich ziehe jetzt mal hier die Ceilings einmal nach außen. Nee, die Wände brauche ich jetzt, deswegen mache ich das ja. So, du kommst mal jetzt hier nach außen. Nearby Foundation zum Beispiel. Was bist denn du da drunter? Du bist doch eine Foundation. Keule, mach mich nicht schlapp hier. Mach mich nicht schlapp. Das wird jetzt noch mal ein bisschen tricky. Eigentlich muss der weg. Dann muss ich hier... Ja, genau. Aber ich echt... Das ist gerade so blöd, hier in dieser Ecke zu bauen. Nervt gerade ein bisschen. Überlege ich immer jetzt viele Sachen gleichzeitig, deswegen ein bisschen Konfuzius. Bisschen Konfuzius. Ach, wartet mal. Ich habe das doch ganz einfach. Ich kann doch von hier schnippen. Ich kann doch da snippen.
Dann setze ich da mal eine Foundation drauf, Ceiling drauf, gehe nach außen und teste das von der Höhe. So, oben ansnappen. Foundation weg. Mir geht es ja wie gesagt um die Höhe. Nein, das geht nicht. Also der geht zu stark in den Boden rein. Ergo muss ich mir da jetzt Gedanken drum machen. Nein, dich lasse ich direkt stehen. Ich muss mir also jetzt schon Gedanken machen, wie ich das hier außen mache. Also muss ich die nach oben bringen. Das heißt, die. Achso, ich kriege die Foundations da hinten aber gar nicht. Oh, wird jetzt gerade. Kriege ich die ja gar nicht nach hier hinten gezogen, weil ich habe die extra versenken müssen, damit ich die hier hinkriege. Das heißt, ich muss die hier so weit nach unten machen, dass ich von oben eine Foundation, dass ich von der untersten Foundation eine Wand nach oben drauf gestellt kriege. Uiuiuiui. Juckt's gerade im Auge. Deswegen bewege ich mich gerade nicht. Also ein Auge um. Ach, das ist jetzt gerade doch ein bisschen komplizierter geworden. Könnt ihr euch noch am Anfang des Videos erinnern, so 6 Minuten her, wo ich gesagt habe, ach, das ist jetzt easy. Macht das wirklich, wie ich das vorhin gesagt habe, im Nachhinein. Ich werde jetzt erst den Außenkranz machen und den Abschluss, den werde ich nachher setzen. Aber nachher, da muss ich auch wieder alles abreißen. Ich muss ja da drunter hin. Ich mache mal an dieser Stelle wirklich einen kleinen Cut und mache mir ein paar Gedanken im Off. Bis gleich. Ja, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht. Im Groben und Ganzen habe ich jetzt wirklich eine Stunde mit Zeit genommen. Deswegen sind wir jetzt auch wieder mit Beginn eines neuen Tages. Fangen wir jetzt wieder an. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen, dass ich die Feinheiten am Rande off machen werde. Also hier dieses Runtersetzen und so weiter. Das werde ich wahrscheinlich alles im Off machen. Ein Teil werdet ihr sehen, damit ihr halt allgemein wisst, wie man das macht, was man da macht und so weiter. Aber die ganze Großarbeit und so weiter, das werde ich alles im Off machen. Weil das doch ein bisschen für mich zu kompliziert ist, gleichzeitig das zu besprechen und mich auf das Bauen zu konzentrieren. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich das mitlaufen lasse, die Aufnahme, es aber dann nur komplett mit Musik untermale und als Zeitraffer dann laufen lasse. Das wäre jetzt noch so die andere Sache. Ich muss mir überlegen, zu welcher von beiden Varianten ich mich nachher entscheide. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, so geht es jetzt erstmal weiter, dass wir jetzt also den Innenbereich hier komplett zumachen. Und ja, wir dann schon mal eine geschlossene Bauplattform haben. Wobei geschlossen hier in dieser Situation natürlich ein dehnbarer Begriff ist. Denn für geschlossen müsste ja der untere Bereich ebenfalls zu sein. So, da fehlt noch was. Bin ich denn dagegen gestupst? Aber dass die Holzleitern und die Holzdinger trotzdem Schaden bekommen haben. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass hier so viel gekämpft worden wäre, aber es reicht immerhin, dass ein Schaden entstanden ist. Auch irgendwie komisch. So, ich muss jetzt ein bisschen drauf aufpassen, wo Quadrate sind, wo Dreiecke sind. So, hier kann ich alles komplett mit Ceilings schließen. Oh Mann, die Höhe.
Ihr macht mich die Höhe gleich wieder fertig. Das ist so tricky. Mal ja, mal nein, auf Anhieb, dann wird das zweite, dritten, vierten Versuch. So, ab jetzt dürfte es einfacher gehen, weil es jetzt zwei Snap-Punkte gibt, die die richtige Höhe immer anzeigen. Da dürfte es also nicht zu weiteren Versprengungen kommen. Deswegen baue ich jetzt auch hier von einer Seite zur anderen durch. Achte allerdings immer auf das Holz-Item, also auf die Holzstruktur unten drunter, weil das der einzige Punkt ist, wo ich sehen kann oder schnell sehen kann, ob die Höhe sich geändert hat oder nicht. Hier ist irgendwas. So, hier ist was. Okay, dieser ist falsch. Ich fast nicht gesehen. Das ist okay. Ich muss mich jetzt so ein bisschen hier vorne dran orientieren, weil ich hier schon einmal ja vorgeplant hatte. Das heißt, die Quadrate. Nee, das geht doch gar nicht. Warte mal. Irgendwo ist jetzt hier ein. Hä, ich habe gerade einen gedanklichen Fehler. Warte mal. Kann da keine Vierecke setzen. Wenn ich da Vierecke setze, komme ich doch hier nicht weiter. Dann muss ich da hier Dreiecke dran setzen, oder? Irgendwie ist das jetzt gerade seltsam. Also hier den Bereich kann ich auf jeden Fall schon mal mit Dreiecken zumachen. Also da wird kein Weg dran vorbeigehen. Das machen wir jetzt auch. Das tauschen wir aus. Schauen, dass wir hier aber auch die gleiche Optik immer haben. Also wir versuchen es zumindest. Von den Dreiecken her. Damit das halt so einigermaßen hübsch aussieht. Wenn man da so eine gleichmäßige Maserung hat, ich denke, das ist immer recht ansprechend. So, ein paar Stützpiller müssen hier allerdings noch rein. Ich glaube, das werde ich wieder einfach die Außenkante machen. Kann gerade nicht setzen. Okay. Das muss dann ein Leck gewesen sein. Erkennen das eigentlich immer nur daran, wenn Tiere stehen bleiben oder ähnliches. Wenn natürlich keine Tiere da sind, habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten, da was zu erkennen. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Denn das geht nicht anders. Und dann muss ich doch auch da weiter mit den Quadraten machen. Das geht doch auch nicht anders. Wenn ich dann hier die Quadrate hinziehe,
muss ich an dieser Seite mit den Dreiecken weitermachen und nicht mit den Quadraten, richtig? Also ist das, kann ich das nicht komplett als, also kann ich nicht alle vier Seiten gleich machen, sondern muss zwei Seiten immer anpassen. So sieht es zumindest jetzt aus. Also, Moment, nochmal eben kurz. Gucken, habe ich mich beim Boden vertan oder ist der alle, habe ich da alle richtig gesetzt? Nee, das ist alles in Ordnung. Und die Dreiecke sind auch alle richtig. Ja. Kann sein, dass der richtig war, aber ich will es halt in einem anderen Rhythmus machen. Ja, war richtig. Ja, nee, jetzt habe ich die in die Richtung. Es müsste theoretisch genau umgedreht sein, oder? Nee, komm, ich bleib einfach. Ja, das kann ich auch so machen. Das ist zwar jetzt nicht spiegelverkehrt, aber ich denke, das sind so Feinheiten. Das werde selbst ich nachher, wenn ich das bebaut habe, weil das bleibt ja nicht leer, ne? Kommen ja oben noch Items drauf und so weiter. Eventuell wird der Boden danach noch angemalt und dann wirkt das sowieso ganz anders. Ist halt nur grundlegend, dass da halt nicht allzu viel Kuddelmuddel entsteht. So, irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn es gleich regnen würde hier. Also in-game meine ich jetzt, weil das irgendwie noch ein bisschen duster ist. Mal, okay, Glänzen ist trotzdem weg. Also da... Da hat sich nichts geändert. Ja, und dann ziehen wir jetzt die Quadrate durch. Ja, ziehen wir jetzt die Quadrate durch. Ich meine, da dürfte es jetzt... Da dürfte ich mich jetzt nicht großartig vertan haben. Habe ich gerade oben eingesammelt. Das war von meinen eigenen Tierchen. So, hier muss ich ja wieder einen neuen Snap-Punkt generieren. Nope. Nein, das ist falsch. Der ist der Richtige. Nee, jetzt kann ich oben nur noch abreißen, dann kann ich das auch gleich lassen. Oder beziehungsweise, nee, ich lasse das nicht. Ich muss das ja eh entfernen, weil ich ja hier neue Pillar hinsetze. Und dann kann ich das auch direkt richtig machen. Drei Stück. Dann bin ich im inneren Radius. Jawohl. Oh, ich bin im inneren Radius. Das hört sich an wie ein Geheimzirkel. Wir sind im inneren Kreis, wisst ihr? So. Wenn man es geschafft hat, bis in den inneren Kreis vorzusteigen und so weiter, dann ist man meistens derjenige, der was zu sagen hat. Das wird immer gemunkelt. Ja. Sah so aus, als wenn der erst zu hoch ansnappen wollen würde. Hat sich aber eines Besseren bedacht und hat mir hat sich gedacht... Der Sam ist damit eh nicht einverstanden. Dann kann ich auch direkt da ansnappen, wo er mich haben will.
So, wir gehen machen. Machen gehen hier weiter. Also jetzt, wo ich mir überlegt habe, dass ich ja ich das mit diesem Außenbereich mache, komme ich jetzt hier beim Bauen, bin ich da irgendwie ein bisschen sicherer geworden. Nope. Ja, das ist der Richtige. Jawohl. Aua! Ach Mensch. Du willst wieder spielen? Hier, fang die grünen Bälle. Mir tut es immer nur ein bisschen weh, wenn ich dann auf einmal sehe, shit, ist ein High-Level oder ein Hochleveliger oder sonst irgendwie was. Aber so mit der Zeit habe ich mich echt dran gewöhnt, weil es sind so viele, wirklich sehr viele High-Level-Tiere, die hier spawnen. Da kann man gar nicht im Endeffekt alle zähmen. Also wenn man alle zähmen wollen würde, würde man alle 10 Minuten ein neues Tier zähmen. Immer natürlich vorausgesetzt, dass ein paar alte Tiere auch gekillt werden. Wenn natürlich keine alten Tiere gekillt werden, Low Level oder sonst was. Naja, dann kommen halt keine neuen. Gucke immer so akribisch auf den Boden, dass ich teilweise schon anfange zu schielen. Also gefühlt. Aber hier ist eine kleine Unebenheit, aber ich glaube, das ist keine echte. Jetzt gleich mal, ob es da noch einen zweiten Snap-Punkt gibt. Also hier ja. Ne, und hier gibt es nur den ganz hohen oder den richtigen. Also da gibt es, wenn es jetzt wirklich diese Differenz gäbe, dann müsste es noch einen dritten. Hier gibt es drei. Ja, hier gibt es drei Schnapppunkte. Warum? Warum gibt es hier drei Snap-Punkte? Diese Reihe ist falsch. Nee, das ist der Startblock, mit dem habe ich angefangen. Der ist richtig. Der ist falsch. Der ist falsch. Und der ist falsch. Ja, genau, also wirklich von der Mitte aus die Punkte, die sind falsch gewesen. Der ist richtig und dann ist der auch richtig. Ja. Okay. Ihr könnt noch mal zurückspulen an dieser Stelle, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. ja. So, jetzt ist das richtig. Der ist wieder falsch. Warum ist der denn wieder falsch? Es gibt doch nur diesen einen. Also mir wird nur zwei Snap-Punkte angezeigt. Aber trotzdem setzt er den wieder einen Ticken tiefer. Okay, der wäre jetzt ganz nach oben. Jetzt hat er den richtigen erwischt. Ich weiß nicht, woher dieser Millimeter verschobene Snap-Punkt kommt. Keine Ahnung. Das ist sehr seltsam. Er würde baulich jetzt nicht viel ändern, aber wenn ich Baufehler sehe, baue ich nicht so weiter. So, hier ist alles okay. Alles klar. Der letzte macht nochmal Spürenskas. Jawohl. Das haben wir. Structures. Schielings abgerissen.
Und dann können wir die wieder aufbauen. Das sieht schon mal gar nicht unübel aus, muss ich sagen. Mir gefällt das. Und ich werde jetzt den Außenrand weiterziehen. Das heißt, Dreiecke und Quadrate im Wechsel. Kann ich leider im Moment nicht, weil ich keine Ceilings mehr habe. Moment, dann mache ich das aber. So, dann kann ich mehr mitnehmen. Ceilings. Ich habe eigentlich so viel gecraftet, dass ich gedacht habe, das würde mit den Materialien für die Grundbase reichen, also für die Grundkonstruktion, sprich Boden plus vier Wände hoch. Aber da bin ich ja so weit von entfernt, das ist ja schon schlimm. Das ist ja wirklich schon schlimm. So, und hier brauche ich jetzt nur noch komplett so zu bauen, wie ich es ein und drunter schon mit den Foundations gemacht habe. Und die dienen uns auch gleichzeitig als Fundament. Deswegen kann ich verhältnismäßig in der Luft bauen. Jawohl. Jetzt haben wir den ganzen Bereich aus Metall. Aus steinernem Metall. Aus Stein also. Und eigentlich düse wieder auf die Seite. So gucke ich mir das Ganze her an. Da noch ein Stück höher. So sieht's aus. Glaube ich, werde jetzt auch mit den Ceilings erst weitermachen, bevor ich mit den Dreiecken weitermache. Ich mir immer noch nicht sicher bin, dass hier wirklich in die Mitte nur Quadrate hin müssen. Ich bin mir da irgendwie unsicher. Ich meine, es sieht so aus. Es wäre wirklich sehr komisch, sollte das aus irgendeinem Grunde nicht so sein. Aua! Schon wieder ein Adler? Schon wieder ein Adler. Komm, du bist halb tot. Kämpf dich mal selber. Der macht nicht genug Schaden, der Kleine hier. Los! Plumps. Ja, ja, der macht nicht genug Schaden. Achso, ich wollte... Pillar brauchte ich. Dann brauchen wir Pillar. Irgendwie habe ich gerade eine Assoziation zwischen wir brauchen Pillar und ich brauche Pilates im Kopf. Keine Ahnung wieso. Die Gedanken sind teilweise echt schon sehr suspekt. Jo. Komplett weg da. Ich glaube, das war der falsche Mist. Wollte sagen, der richtige, weil es sah erst aus wie der richtige. Aber das müsste der richtige sein. Jo. Pick up Stone.
schön, wenn das so hinhaut, dass ich keinen zweiten Pillar drunter setzen muss, weil das immer mit eventuellem Trouble verbunden ist. Weiß nur nicht, habe ich jetzt aber auch nicht drauf geachtet. Aber es ist mir beim Bau jetzt schon häufiger aufgefallen, wenn ich so etwas baue, wenn ich also mit versenkten Ceilings versenkten Pillern arbeite, dann ist das bei mir immer grundsätzlich so, dass ich beim Bauen den zweiten Snap-Punkt nehmen muss, also immer den unteren Snap-Punkt nehmen muss. Obwohl ich ja, wenn ich anfange, nur den normalen blanken Pillar habe und dann oben drauf setze, es gibt ja dann keinen zweiten Snap-Punkt. Gibt er dann wirklich nur den alleinstehenden Pillar und das finde ich ein bisschen suspekt. Also muss durch einen zweiten Pillar, der dann daneben kommt, ein zweiter höherer Snap-Punkt generiert werden, aber das ist halt ein bisschen komisch. Ist mir jetzt gerade also einfach in den Sinn gekommen. Ja, und euch muss ich jetzt entfernen. Ihr habt eure Schuldigkeit getan. Und euch kann ich auch nicht mehr brauchen, denn wie wir sehen, sind wir komplett jetzt aus der Form. Ich glaube, ihn lasse ich noch hier so als kleines Andenken. Wenn mich der nachher nicht stört, dann lasse ich den als kleines Andenken, dass ich damit gestartet habe. Aber ich glaube, ich muss das nachher abreißen, wenn ich da weiter baue. Wir werden sehen. Stein. Gucken, was ich noch so herstellen kann. Healing nicht. Ja, geht höchstens ein Pillar. Ich habe keine Dreiecke. Warum habe ich denn stattdessen dreieckige Foundations? Gerade vertan wahrscheinlich, ne? Da habe ich mich wohl wahrscheinlich vertan. Oder das waren noch Altlasten vom ersten Bau. Weil da habe ich ja gesagt, wie ich das machen will. Ceilings brauche ich jetzt nicht. Die packe ich dann in den Vogel. Weil später brauche ich sie ja wieder. Aber jetzt brauche ich erstmal ganz viele Dreiecke. Und ganz viele Pillar. Die Links kommen in den Vögel. 22 Pillar habe ich. So, das sollte reichen, hoffe ich. Gallimimus hier. Da kommt ein Gallimimus gucken. Der Gallimimus gucken. So, hierfür bräuchte ich doch jetzt nur Dreiecke, ne? Ja, das sieht nach einem Dreieck aus, was spitz zuläuft zur Mitte hin. Ach, ich voll honk. Ihr habt wahrscheinlich schon gelacht. Ne, kommt, seid ehrlich. Bitte mal alle in die Kommentare schreiben, wer das gesehen hat. Dass ich mich da vergriffen habe. Und seid ehrlich. Nicht erst jetzt, sondern wenn das vorher schon gemerkt habt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das schon gemerkt habt, als ich die Materialien rausgenommen habe. Dass ich die falschen rausgenommen habe. Das würde mich interessieren. Die auch ausrüsten, ne? So, hier bleibe ich wieder dem gleichen Prinzip treu, beziehungsweise ich bin ja hier immer nach rechts
ausgegangen, ne? Wenn ich die angesnappt habe, die Dreiecke, dann mache ich das jetzt hier auch. Dann mache ich das jetzt hier auch. Dann sollte es immer das Gleiche sein. Ja, hatte ich ja schon mal gesagt, für mich ist das wichtig, weil wenn sich dann im weiteren Verlauf nach oben hin, an der Decke, bei der Dachkonstruktion, bei den Wänden, auf den Weg dahin oder sonst wo, irgendwelche Komplikationen einschleichen, dass man nicht weiterbauen kann oder es hängt an irgendeiner Ecke, man hat keinen Bodenkontakt oder was weiß ich nicht noch alles, dann weiß ich, okay, den einen Fehler kann ich dann da und damit beheben. Dann weiß ich das direkt, wie das an allen anderen Stellen auch so ist. Wenn ich aber jetzt überall anders gebaut habe, also mal hier einen anderen Snap-Punkt habe, da einen anderen Snap-Punkt und dann suche ich mich dumm und dämlich bei Fehlerkontrolle, Fehlerkorrektur nachher. Und das will ich eben durch so etwas vermeiden. So, ich werde jetzt aber hier in den Ecken auch noch einen Pillar reinsetzen. Ich habe nämlich schon eine weitere Idee gerade bekommen. Dadurch, dass ich ja jetzt... Zeige ich das oben gleich. Ich zeige euch das gleich, wenn wir oben sind. Weil das ergibt für mich eine neue Form. Und da kann ich bestimmt optisch was mitreißen. So, ich zeige das gleich, was ich mache. Nee, das war der falsche. Der müsste der richtige sein, weil nur 9 Sekunden Zeit hatte, um den aufzunehmen. So, wenn wir jetzt mal so von oben drauf gucken, dann ist das hier alles ziemlich identisch. So, und ich hatte jetzt überlegt, dass es bestimmt ganz cool ist, wenn ich diese 6 Elemente hier wegnehme und stattdessen hier Glasböden einziehe. Na, wenn ihr das so mal so auf dieses Sechseck guckt, das sieht bestimmt cool aus. Und das natürlich dann an den großen Ecken. Also, nee, das ist ja... Ha, guck mal, das ist ja nur diese rechte Seite und die linke Seite. Das sind ja nur 2. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Ich werde das nachher mal überlegen. Nachher mal gucken, nachher mal denken, nachher mal machen, nachher mal tun. So, ich mache jetzt mit den Dreiecken trotzdem weiter. Auch wenn ich bei dem anderen Punkt ja eher mit den quadratischen Schielings gearbeitet habe. So, aber jetzt nochmal eben kurz gucken. Ich habe von hier gebaut, so gebaut. Das heißt, ich muss jetzt so auch weiterbauen. Jawohl. Ich muss also immer nach rechts weiterbauen. Also die Spitze von mir muss immer nach rechts hin wegzeigen. Okay. Der war falsch. Durch den Leck konnte er aber nicht sofort als erstes gesetzt werden. Nein, der ist auch falsch. Eine Reihe brauche ich noch. Aha, okay.
Das hat damit zu tun, weil wir jetzt rechts noch keine Foundation haben. Das heißt, die Quadrate auf der Seite. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei geblieben seid. Ich schwebe noch einmal nach oben, damit wir hier wieder zum Anfang und zum Ende der Folge immer einen ungefähren Vergleich haben, was wir gemacht haben. Und denkt dran, wenn ihr das mögt, was ich mache, einmal kurz auf den Abo-Button klicken, falls noch nicht getan. Und ein Like würde mich natürlich auch unterstützen. Plus die Kommentarfunktion steht euch immer zur Verfügung. Also, bis zur nächsten Folge. Wünsche euch was. Tschüss, tschüss.